Heute lernt ihr die Geschichte Peter und der Wolf kennen. Die Musik dazu hat Sergei Prokofjew erfunden. Das ist ein Mann, der vor ungefähr 100 Jahren in Russland gelebt hat. Er hat die Musik extra für Kinder geschrieben. Er wollte nämlich, dass die Kinder kennenlernen, wie schön Instrumente klingen. Egal, ob man sie alleine spielt oder zusammen. Und wenn viele Instrumente zusammen spielen, dann nennt man diese große Musikinstrumentengruppe Orchester. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ich lese euch jetzt mal den Anfang der Geschichte vor und danach hört ihr noch, wie die Geschichte in Musik erzählt wird. Hier auf dem Bild seht ihr alle, die in der Geschichte vorkommen. Da gibt es den Peter, der fängt nachher den Wolf, da ist er. Da gibt es noch die Ente, oh, die ist im Bauch des Wolfes. Mal gucken, wie die da hinkommt, werden wir noch hören. Das sind die drei Jäger. Dann gibt es den Großvater, den Opa, bei dem Peter gerade wohnt. Es gibt die Katze und den Vogel. Und für jede Person und für jedes Tier gibt es ein Instrument, das sich wirklich fast oder ganz genauso anhört wie das Tier in echt. Also wenn ihr nachher die Musik hört vom Vogel, dann bin ich mir sicher, dass ihr wirklich auch findet, dass die Musik wie ein echter Vogel klingt. Gut, es geht los. Ihr seht, ihr seid noch alle friedlich beisammen, aber so ist das ja nicht in der Geschichte. Das ist jetzt nur mal so hingemalt, damit ihr auch mal die Instrumente ein bisschen sehen könnt, die von den einzelnen Tieren nicht gespielt werden, aber die sich ebenso anhören wie die Tiere. Also der Peter, der wird von einer Geige gespielt. Der kleine Vogel von einer Querflöte. Die heißt so, weil man sie quer hält. Der Großvater, der Opa, wird von einem Fagott gespielt. Das ist ein schönes, tiefes Instrument. Die Ente von der Oboe. Die Katze mit der Klarinette. Die Jäger schlagen oder spielen die Pauke. Und der Wolf wird von einem Horn gespielt. Nun beginnt die Geschichte. Eines Morgens öffnete Peter die Gartentür und ging hinaus auf die große Wiese vor dem Haus. Dort begrüßte er seinen kleinen Freund, den Vogel. Der saß auf einem Baum und zwitscherte fröhlich. Dann flog er zum Teich, in dem die Ente herumschwamm. Gleich fingen beide an, miteinander zu streiten. »Was bist du für ein Vogel, wenn du gar nicht fliegen kannst?« rief der kleine Vogel aus der Luft der Ente zu. »Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht schwimmen kannst?« schnatterte die Ente auf dem Wasser und schimpfte den Vogel aus. Na, die könnten auch ein bisschen netter zueinander sein, hm? So. Als nächstes hört ihr das Musikbeispiel an, was ich euch aufs Padlet gestellt habe. Und da hört ihr die wunderbare Musik.